Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 Community Server. Und heute liest uns der Arik vor, wer denn alles mitspielt. Heute sind mal wieder mit dabei der Holmer, der Aaron, der Björn, Guten LP, Henrik, Sebastian und ich. Ja, und das Schönste ist, weißt du, wer heute nicht mitspielt? Den kann ich nämlich nicht leiden. Wir hatten. Mein Tinnitus. Der ist nämlich endlich verschwunden. Ja, wie bitte? Mein Tinnitus, weißt du, so ein Piepen im Ohr. Das hatte ich ja in der letzten Aufnahme noch. Echt? Ja, ich war ja am Wochenende auf dem Konzert und danach war ich ja so halb taub mit Tinnitus und so und hatte ich auch noch nie vorher. Naja, auf jeden Fall, war ganz witzig. Ihr fahrt jetzt alle in die andere Richtung. Also ich habe gesagt, wir machen Feld 10, weil da sind... Ja, Entschuldigung. Ich bin Richtung Feld 22 gefahren. Ich bin schon ganz verwirrt, weil ich schon die Pracht der Sonnenblumen gerade hier am Rande sehe und ich ehrlich gesagt schon richtig scharf darauf bin, Sonnenblumen zu ernten. Ich fahre noch schnell ein drittes Capello holen. Ach, wir müssen auf Feld 14, Feld 10 ist Hafer. Egal, ist ja direkt daneben. Hat der Zaun auch noch Colli. Jo. Feld 22 müssten auch Sonnenblumen sein. Warte mal. 14? Ah, 14 ist Körnermais. Feld 22 müsste ein Sonnenblumen sein, da hab ich gestern angefangen zum Säen. Nee, oder? Irgendwo hier müssten die Anhänger stehen, nur ich weiß nicht wo. Dann fahren Feld wir 13. Ach nee, wir müssen wenn zu Feld 4, 13, ne? Das ist etwas blöd, warum... Oder fahren wir zu 22, wo wollt ihr lieber hin? Ah, ich komm grad von Feld 10. Hä, wo hab ich denn grad schon... 22? Oh, und wieder drehen. Ja, ich tue ich meine, auf der Map macht ein Abfahrwege ja eigentlich auch Spaß. Da fährt man ja auch mal wirklich und nicht so 3 Meter und dann ist gut. Ja, ich tue gerade runter zum Händler und hol noch ein Capello. Kann auch passieren 3 Meter und dann hängst du in der Brücke fest. Ich dachte wirklich, hier wäre Dingens angebaut. Ups. Wo, Feld 22 sind es Sonnenblumen, da fahre ich gerade entlang. Weil Hafer? Hier ist Hafer angebaut. Blöd, dass die auf der Farbe, auf der Karte so ähnlich aussehen. Das also ist manchmal etwas blöd gemacht. Entlang. Da sind Sonnenblumen drauf. Dann ist ja alles gut. Die wollte ich unbedingt mal ernten, habe ich noch nie im LS15. Generell habe ich eigentlich die Multifruchtsachen nicht so benutzt, außer eine Zeit lang habe ich schon mal Luzerne gemacht als Gründüngung. Oh nee, Luzerne. Er tut gerade da vorne mit dem LKW rum. Ich kaufe mir das Haus, was hier rechts steht. Eieiei. Kann ich mich aber ein bisschen anschieben, dass ich schneller vorankomme. Du bist gerade am Feld 22 oder was? Ja, ich fahr gerade runter zum Händler. Wir sind ja im Endeffekt auch schon fast da. Ach, wir können hier schon drauf, ne? Oho. Oder? Oh Gott, das ist noch weit. Oh. Geht das? Ach, Mann. Jo, das geht! Alter, ist aber auch minimal übertrieben, oder? Der ist genauso breit wie die Brücke, der Drescher. Okay. Hier ist so eine kleine Brücke über so einem Bachlauf. Ja, kenne ich. Bin ich gestern mit der großen Borgold drüber gefahren. Das Feld hat eigentlich generell eine schöne Lage. Und auch recht groß. Ach, das ist das Feld, das habe ich von der anderen Seite schon mal angefangen zu ernten. Aber von hier oben sieht das irgendwie viel cooler aus. So, und dann ab dafür. Oh, das ist gar nicht animiert. Ach doch, das ist animiert. Aber als Mais-Animation. Oh. Ja, das ist noch ein bisschen blöd. Sind die Sonnenblumen so vom Ertrag her? Dürften eigentlich ungefähr gleich sein wie Raps. Okay. Soweit ich weiß. Sind die nicht eigentlich ertragreicher? Sind die nicht so eher Maisliga? Obwohl, nee, Stempel. Nicht aus Klappentrescher. Beim Häckseln ist es wahrscheinlich ähnlich, aber Sonnenblumen werden eher selten gehäckselt, ne? Ja, da macht man eher beim Häckseln. Also ganz Pflanzensilage. Grünweizen und sowas. Oh. EPS.
Sonnenblumen wurden hier eine Zeit lang auch mal häufiger angebaut. Im Moment ist eigentlich fast nur Mais und höchstens mal Gerste oder sowas. Hier in der Nähe auf den Feldern. Getreide, Mais, Kartoffeln, fertig. Na, Kartoffeln eigentlich gar nicht. Obwohl doch ein Feld, da sind eigentlich jedes Jahr Kartoffeln, solange ich denken kann. Jedes Jahr? Ja, der hat irgendwie auch noch nie so Fruchtfolge, war nie sein Ding, glaube ich. Hat er noch nie davon gehört. Irgendwann hat er keinen Ertrag mehr. Hat nicht mehr so einen guten Ertrag. Ja, und Spargel ist hier doch noch relativ viel. Das ist ja jetzt auch schon wieder bald die Zeit. Spargel stechen, ne? Habe ich auch mal gemacht. Kartoffeln sahen hier auf dem Boden nicht ganz so dramatisch aus. Wenn du dir mal Mais anguckst. Zur Zeit Mais. Irgendwie sollten die Sonnenblumen höher sein, finde ich. Lila ist Capello. Oder sind die in echt auch nur so niedrig? Was? Die Sonnenblumen. Ja, die sind in echt auch noch so niedrig. Ich hatte mich die ganze Zeit die 100 Wochen mich immer 0% gehabt. Das Pflückergebiss, das ist auch nicht ganz unten, das schwebt knapp über... Oben über... Och, was war das nochmal? Also auf jeden Fall sehr wenig Stängel werden abgeschnitten. Okay. Ja, wahrscheinlich direkt unter dem Kopf von der Blume. Ja. Vielleicht so 5 cm drunter. Ja. Nee, ist das nicht. Oh, ich hoffe ja so, dass der Sollmod bald rauskommt. Der Sollmod ist doch schon für die Holzhausen da, oder? Was? Bei der Sollmod, bei der Holzhausen-Map stand dabei, dass die Sollmod ready ist. Ja, wo kriegt man den Sollmod her? Keine Ahnung, guck doch mal, ob der da verlinkt ist. Warum? Bin also unterwegs zum Feld. Auf Motorster bei Holzhausen. Welches Feld seid ihr jetzt? 22. Meint ihr, wir kommen hier die Berge hoch mit dem Drescher? Ja. Okay, größeren Drescher können wir nicht kaufen, von daher muss gehen. Schon geil. Ich hab's gerade komplett gedreht. Okay, hier steht ein Bienenhaus. Irgendjemand hat ein Bienenhaus gekauft. Ja, Michi, glaube ich. Er hat gemeint, das würde sich rentieren. Ja, von wegen, so wenig Geld. Na, das bringt es schon, aber halt erst irgendwie nach 70 Ingame-Tagen oder sowas. Ja, ja. Sprich, so lange spielt man eh keine Map. Da lohnt sich hier ein Wind. Ach, da steht ja noch ein Windrad. Da muss der Server schon 3 Monate laufen, so ungefähr. Ist das Standard oder? Nee, keine Ahnung. Henrik, du kannst jetzt irgendwann mal vorfahren. Ja, das ist hier verbaut. Also ich finde, Windräder bringen viel mehr Geld. So, Windräder? Moin, wieder da. Ja, finde ich. Ja, im Endeffekt bringen alle Sachen gleich viel. Nur du musst halt im Verhältnis da mehr ausgeben. Ja. So, ich habe jetzt ein lilanes Capello. Es gibt ein platzierbares Sägewerk, wusste ich gar nicht. Hm? Ist das vom alten Forstmod oder was? Ja. Okay, das ist dann natürlich schon mal ein schönes Gebäude auf jeden Fall. In der Art. Es werden Bretter hergestellt, die du an den Wollpaletten Verkaufsträgern verkaufen kannst. Ja. Mittlerweile ist auch ein Extended-Trigger da, also der auch platzierbar ist. Weil es Leute gibt, die anscheinend sehr, sehr faul sind. Und das nicht im Giants Editor einbauen können, oder was meinst du? Ja, ne, die, ich bin jetzt bei Feld 15, wenn ich da hinten lang geguckt. Oder meinst du, dass man sich einfach irgendwo den Trigger platziert ohne Sägewerk? Den Trigger zum Verkaufen von Wollpaletten. Ja. Da ja diese, Holzpaletten an diesen Wollpaletten-Dingern abgegeben werden können, kann man halt den Trigger direkt neben das Sägewerk theoretisch platzieren. Finde ich zwar ein bisschen sinnfrei, aber... Ja, eigentlich schon. Muss nicht sein. Ja. Also gibt relativ geile Mods, gerade für das Sägewerk. Also eigentlich so auf den Sommer. Ich bin mal gespannt, ob BM-Modding wirklich auf Dauer nochmal die ganzen Forstmaschinen vom Forstmod
updated. Das wollten sie eigentlich machen für den 15er. Wäre ja schön. Oh, und das war auf jeden Fall nochmal mehr Frost-Equipment in vernünftiger Qualität. Hm. Ja, vielleicht kriegen sie es ja auch hin, dass die wieder den WF-Truck, der war ja geil. Jo. Ja, ansonsten wünsche ich mir eigentlich noch nur die Landwehrkanal, dass die dann irgendwann rauskommt. Da kann ja auch keiner drauf runterkommen, wenn Feld 22 nicht gedüngt ist. Ja, gut. Was die? Hätte ich mir fast denken können, wenn ich hier mal so schaue. 14%. Ich habe ja gerade mal knappe 10%. Ich habe knappe 0%. Ich habe 14%. Boah, beim nächsten Mal mal düngen. Dann haben wir auch wieder mehr Ertrag. Hab ich gesagt, auf Feld 13. Bei mir hakelt's gerade. Aber das ist auch wieder heftig, wie groß einfach die Felder hier immer sind. Gerade wenn man so Standard-LS-Spieler ist und vielleicht von der Bjornholm kommt oder so, dann kriegt man hier sicher einen Herzanfall. Mhm. Ja, so wie auf der Benz. Ich glaube, wie viel Drescher hatten wir da? 8. 8 Stück. Ja. Ah. Könnte man aber hier durchaus auch machen. Da gehen die Felder. Ja, im Livestream, da waren glaube ich sogar alle 8 setzt. Ja, alle 8 und dann 8 Abfahrer dabei. Ja. Da haben wir ja auch innerhalb 250 Hektar haben wir gemacht in 4 Stunden, ne? Ja. Ja, da war doch mal Schwung dahinter. Welcher Kollege kommt jetzt da an, getuckert? Ach, der Björn. Ich habe erst 21%, das lohnt sich noch nicht. Guten ist leer, der andere hat erst 7%, also... Der Ertrag hier ist echt mega gering. Wie sind denn die Preise für Sonnenblumen? Ist ja auch nicht gedüngt. Ja, dann wird's ja das Doppelte bringen, aber das wäre ja immer noch recht wenig. Oh, vor lauter gucken. So, dann bleibe ich halt mal da stehen. Was kostet denn eine Tonne Sonnenblumen? Jetzt im Spiel oder im Real Life? Im Spiel. Keine Ahnung. Weil die müssen ja eigentlich ein bisschen was abwerfen. Okay, 300 und... Das ist weniger als Raps auf jeden Fall, ne? Obwohl, wir haben wahrscheinlich schon mal Sonnenblumen groß verkauft, oder? Ja, glaub schon. Weiß ich nicht. Ja, nee. Doch, ich glaube, es war schon mal eine große Nachfrage. Weil ich hätte mir jetzt schon gedacht, dass die Preise noch auf Raps-Level sein müssten. Weizen hatten wir mal eine übel große Nachfrage. Kann jetzt auch wieder kommen. Jetzt haben wir über 6 Millionen haben wir da im Lager. Was? Ach du Scheiße. Weizen. Ja, das Problem ist, dass wir immer nur eine Stunde verkaufen können, weil ansonsten der Preis einsackt, wie blöd. Ja, aber mittlerweile haben wir so viele schnelle Abfahrschlepper mit großen Anhängern, wenn das Ganze koordiniert abläuft und nicht einfach nur willkürlich entweder welche Leute losfahren und zwischendurch dann wieder stehen bleiben, dann schafft man eigentlich auch 5 Millionen oder so in einer Stunde, schätze ich mal. Also wir haben letztens zu dritt mit 3 Fasttracks und dem 55.000er gespannt. Also den Randazzo und den Krüger. Ja. Da haben wir es geschafft. 1,6 Millionen Liter, wollen wir. Ah, irgend sowas war das. Ja, zu dritt. 1,6 oder auf jeden Fall etwas über 1 Million war, glaube ich, auch das Größte, was wir auf Tour was mal verkauft haben. Und da waren wir auch nur zu dritt und haben das hingekriegt. Ja, das geht. Die Abfahrwege sind hier zwar weit, aber wir haben schnelle Schlepper, große Anhänger. Ja. Da geht also mit schon. Dem Fasttrack, ich passe den demnächst auch an. Von Spritverbrauch her, oder was? Ja. Weil der verbraucht bei Vollgas 16 Liter und beim DLC sind es 60 Liter leer. Das heißt, ich werde das etwas anheben. Das wäre auf jeden Fall gar nicht verkehrt. Also verdreifachen werde ich die Zahl auf jeden Fall und dann gucken. Henrik weiß aber auch nicht, was er macht. Auf wie viel Liter willst du dir denn haben, die Stunde? Ich? Der ist die ganze Zeit leer. Ja, ich habe ja auch den guten Holmer dabei, der schon seit, ja, wahrscheinlich bald 6 Stunden spielt und hier der fleißigste Mann auf dem Server ist. Also der ist direkt am Abtanken. Okay. Ja.
Ja, wenn der Herr Sebastian mal seinen Rüssel rauslegt. Ja, ich habe meine Rüssel auch die ganze Zeit draußen. Ich auch. Aber weißt du, wer jetzt noch draußen ist für heute? Badende. Jo. Der war aber auch mal wieder richtig schlecht. Ja gut, aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Schreibt mich immer unter die Kommentare, ob ihr mitspielen könnt.